Sie sorgten für den größten Presseskandal der Republik. Diese Tagebücher sind ja jahrzehntelang weggeschlossen worden in einem Safe. Jetzt erst fängt man an, sie wirklich zu lesen. Keiner sollte mehr hineinschauen. Wir dürften da irgendwie nicht reingucken. Wir dürften keine Fotos machen und wir dürfen nur eine Stunde mit den Tagebüchern zusammen verbringen. Bis heute sind sie dem Stern peinlich. Wir haben selber gar kein Interesse daran, dass sie der breiten Öffentlichkeit so zugänglich werden und dass die Inhalte, die nun mal Fälschungen sind, so in Umlauf geraten. Es sind zähe Verhandlungen, bis wir in der Sternzentrale die gefälschten Hitler-Tagebücher filmen dürfen. Nur von außen, das ist die Bedingung. Als man noch dachte, sie seien echt, war man offener. Als heute Morgen kurz nach 11 die Pressekonferenz in Hamburg eröffnet wurde, erlebte das Verlagsgebäude an der Außenalster einen bis dahin noch nie erlebten Auftrieb von Journalisten und Fotografen, von Fernsehleuten aus ganz Europa. Aller Geheimhaltung zum Trotz gibt es nun die falschen Hitler-Tagebücher als Buch. Der Journalist John Goetz fand sie in Ermittlungsakten und bei Sammlern. Dr. Goebbels hat die öffentliche Verbrennung von Büchern befordert. So etwas Dummes. Was hat dieser kleine Hexenmeister nur dabei gedacht? Erwartet die Meldungen der Konferenz über die Judenfrage. Wir müssen unbedingt einen Platz im Osten finden, wo sich diese Juden selbst ernähren können. Der Stern drehte damals eigens einen Film über die Tagebücher, der im ZDF gesendet wurde. Erst jetzt kann die Summe des politischen Lebens von Adolf Hitler gezogen werden. Die blättern durch die Tagebücher. Also, Hitler war gegen die Nürnberger Rassengesetze. Oh. Hitler war gegen die Bücherverbrennung. Also, er war gegen den dass die Fälschung nicht aufgefallen ist aufgrund der Holocaust-Verharmlosung. Das finde ich nach wie vor das Skandalöse. Es waren Papier und Tinte, die den Fälscher Konrad Kujau vor Gericht brachten. Der Stern glaubte die Mär vom harmlosen Hitler. Normalerweise, wenn man was fälscht, also man fälscht korrekt, man fälscht zumindest so nach der historischen Wahrheit. Da ist ein Hitler, der dargestellt, der gar nichts mit der reale Hitler zu tun hatte. Und dann fragt man sich, warum? Folgten die Fälschungen einer Agenda? Über 1000 Werke Kujaus hat dieser Kunst- und Antiquitätenhändler gesammelt. Er kannte den Kunstfälscher persönlich. In rechten Militarierkreisen machte Kujau gute Geschäfte, war Teil eines Netzwerks. Die haben sich, wie gesagt, getroffen, sich untereinander gekannt, haben Sachen aus dem Dritten Reich gesammelt und sich untereinander auch ausgetauscht. Sie waren sich natürlich alle einig, der Führer konnte natürlich also mit den Gräueltaten in den Konzentrationslagern natürlich nichts zu tun haben. Im Nachlass Kujaus fanden sich Hitler-Zeichnungen, tagebuchartige Notizen des Führers, Dokumente, alle falsch. Wir haben die Regierung übernommen. Da schreibt er an die SA und die SS-Männer. Mein Glaube an das deutsche Volk, das war eine Massenproduktion hier. Er hat bei seinen Kunden immer ein bisschen nachgefragt. Was wollen denn die hören? Weil er musste ja auch eine Idee haben, was soll ich denn jetzt als Adolf Hitler schreiben? Und da hat er eben das reingeschrieben, was die hören wollten. Nach 3 Jahren Gefängnis trat Konrad Kujau immer wieder im Fernsehen auf, wurde von vielen bewundert als der Mann, der den großen Stern reingelegt hatte. Doch das, so John Goetz, ist nicht die ganze Geschichte. Bei seinen Recherchen fand er Akten zu einem Neonazi, der Kujau bei dessen Fälschungen half. Es war der Pressesprecher des berüchtigten Neonazis, Michael Kühnen. Die bedeutende Arbeit von dieser Kühnen-Fraktion der Nazis war Holocaust-Leugnung. Man sieht, dass Konrad Kujau nicht nur mit der Pressesprecher von Michael Kühnen zusammengearbeitet hat, auch sein Anwalt war der gleiche Anwalt für Michael Kühnen. Der Stern-Reporter Gerd Heidemann wusste all das wohl nicht. Ihm wurde sein Faible fürs Dritte Reich zum Verhängnis. Gerd Heidemann selber scharte ein Umfeld aus alten Nazis, Apologeten um sich. Das war im Grunde ein Hitler-Wahn, der sich hier auch breit machte beim Stern. Im Sternfilm erzählt Heidemann, wie er NS-Generäle auf seinem Schiff traf. Das gehörte zuvor Göring. Von Himmlers Stabschef ließ sich Heidemann beraten. Ich konnte ihm in vielen Fällen als so viel Lebensälterer und die Tür aufmachen.
Die Hitler-Tagebücher, so Heike B. Görtemarke, entsprechen dem Weltbild vieler Altnazis jener Zeit. Eine Holocaust-Leugnung findet in diesen Tagebüchern insofern statt, als dass der Holocaust überhaupt nicht vorkommt, überhaupt nicht stattfindet. Es gibt keinen Hinweis auf Tötungen, auf Massenvernichtung, auf Vernichtungslager. All das wird millionenfach gedruckt. Die Auswirkungen spürt Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz bis heute. Bereits im letzten Jahr hatte John Goetz zudem Flugblätter veröffentlicht, die Sternlegende Henry Nannen als NS-Propagandist geschrieben hatte. Sowohl die Rolle von Henry Nannen im Dritten Reich als auch die Berichterstattung oder Art der Berichterstattung des Stern in den 50er, 60er Jahren über historisch heikle Themen wird aufgearbeitet, als auch die Rolle der Hitler-Tagebücher. Im Auftrag von Stern und Bertelsmann soll das Münchner Institut für Zeitgeschichte all das nun erforschen, auch personelle Kontinuitäten zum Dritten Reich. Es ist höchste Zeit, dass das mal in wissenschaftlicher Form analysiert wird, denn die Unternehmen haben in den 1980er Jahren damit schon angefangen, in den 1990er Jahren Versicherungen und dann die Untersuchungen in der Schweiz und in den Nullerjahren beginnen dann die Ministerien. Und bei den großen Presseinstitutionen hat das bislang nicht stattgefunden. Marc-Oliver Boger betreibt ein Kujau-Museum. Hier weiß man, alles ist unecht. Doch immer wieder, so der Sammler, stoße er in Büchern auf unentdeckte Kujau-Fälschungen. Wir Historiker haben damals Biografien geschrieben zu Leuten aus dem Dritten Reich und gingen dazu zu den Sammlern, von denen bekannt war, dass sie eben authentisches Material haben. Das aber sehr oft aus der Feder Kujaus stammte. Es wäre natürlich jetzt interessant herauszufinden, mal die Bücher abzuklopfen, die damals entstanden sind. Wie viel Kujau steckt denn da überhaupt drin? 9,3 Millionen D-Mark zahlte der Stern für die Hitler-Tagebücher. Nun kann sie jeder lesen. Wir haben das abgedruckt, dass wir uns selber besser verstehen. Wie war die Bundesrepublik damals, 1983? Es ist wichtig, die Tagebücher zu veröffentlichen, weil wir nie so nah an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind. Nicht auszudenken, wenn Kujau nie aufgeflogen wäre. Nun hat auch die Geheimniskrämerei ein Ende. Bertelsmann hat angekündigt, die falschen Hitler-Tagebücher endlich für die Forschung frei und ins Bundesarchiv zu geben.